Ich befürchte, das würde euch noch mehr Ärger einbringen. Würdet ihr dich vielleicht woanders hinziehen? Nein, nein. Troll hier gefällt. Jawohl, wir hier bleiben. Aber vielleicht könnte ich euch ein anderes schönes Plätzchen suchen. Eines, wo keine Menschen in der Nähe leben. Vielleicht. Manchmal, Wimmelkrieger, geht Troll sehr auf Nerven. Wohl wahr. Aber du uns bring auch Süßes. Sonst wir hier bleiben. Was Süßes? Das war ja wohl zu erwarten. Was darf's denn sein? Du uns bring Zuckerstangen. Die viel lecker. Und Zunge von Fliegtier? Das noch mehr lecker. Koschamazung? Zunge vom Fliegtier? Weintwurf Koschamazung? Ich denke, die und die Zuckerstangen kann ich euch besorgen. Ich komme dann wieder, wenn ich die Sachen habe. Das noch nicht genug. Du uns noch bring Ding, mit dem kann fang Maus. Eine Mausefalle. Mausefallen wollt ihr auch noch haben. Na gut, das dürfte kein Problem und kleine sein. Kleine Püppchen aus Eisen. Die so niedlich wie Wimmelkrieger. Dann aber nicht vergessen, kleine bunte rollende Steine. Damit Püppchen kann umwerfen. Ja, das schöne Spiel. Also auch noch 10 Figuren und Murmeln, einverstanden. Da mache ich mich jetzt auf den Weg. Okay. Spuren im Wald. Ja, Trollwünsche. Ich habe versucht, die Trolle dazu zu überreden, sich an einen anderen Ort niederzusetzen. Sie sind jedoch nur dazu bereit, wenn ich ihnen ein paar Wünsche erfülle. Zuckerstangen. Die Trolle möchte, dass ich ihnen Zuckerstangen besorge. 10 Stück sollten eigentlich ausreichen. Vielleicht finde ich ja einen Händler, der sie verkauft. Koschamazung. Koschamazung zu bekommen dürfte schwierig werden. Ich sollte mit Emmeran Störebrand reden. Er kann mir bestimmt helfen. Mausefallen. Diese Trolle haben wirklich merkwürdige Wünsche. Ich soll ihnen Mausefallen besorgen. 10 Stück sollten reichen. Anscheinend spielen Trolle gern mit Zinnfiguren. Es sollte nicht schwer sein, welche zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass sie mit neuen Figuren zufrieden sein werden. Murmeln. Ein Dutzend Murmeln für die Trolle sollten eigentlich ausreichen. Die sollten leicht zu finden sein. Ja, toll. Mausefallen, Murmeln, da muss ich bei allen Krämern rumgucken, wo ich schon Zeug verkauft habe. Ob es da noch Mausefallen und Murmeln gibt. Das ist übrigens alles dann zum Verkauf. Gut, 10 Figuren habe ich noch in meiner Kiste. Von der ich eigentlich gedacht habe, man könnte sie einschmelzen. Ja. Und? Habt ihr mit den Trollen gesprochen? Ja, das habe ich. Sie sind dazu bereit, weiterzusehen, wenn ich ihnen ein paar Dinge beschaffe. Dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Ich sage euch Bescheid, wenn die Trolle fort sind. Okay. Suppi. Du hast nichts Neues. Ja, dann heißt es mal zurück. Zum Talorner Osttor. So, dann gucken wir mal. Was hattest du? Also erstmal Sehnen, Wolfspfoten, Fellfetzen und Lederbänder verkaufen. So, was haben wir bei dir? Pilze, Froschschenkel... Krähenfüße. Noch mehr Krähenfüße. Wir haben sehr viel einzelnes Zeug verkauft. Ah, eine Mausefalle. Glücksbringer. Nein, nein. Oh, ja, Gott.
Noch eine Mausefalle. Jede Menge Goblin-Müll haben wir bei dir verkauft. Wurfsterne, Kultisten durch, ja. Also 2 von 10 Mausefallen haben wir schon mal. Mal gucken, hat Bänkelbrecht noch was, was wir kaufen könnten? Wenn nicht, müssen wir uns die Händler hier noch abklappern. Fix. Der hat gar nichts mehr, okay. Jetzt ist dem sein Inventar verpackt. Auch schön. Ja. Halb so wild. So, hier gibt es ja noch mehr Händler. Kräuterfrau wird uns nichts bringen. Waffenhändler und Rüstungshändler wird uns auch nichts bringen. Außer ihr habt neue Sachen. Nö. Dann bleibt ja nur sie hier. Tretet nun nicht. Gut, Handwerkszeug. Gut, das war's im Großen und Ganzen. So, was hast du im Angebot? Auch nichts Besonderes. Und der Wirt wird nur Alkohol haben. Ich könnte ihn immer noch über Gerling ausfragen. Was könnt ihr mir anbieten? Apfelwein, ja. Gut, das heißt, hier gibt es nichts mehr für uns im Augenblick. Das heißt zur Landkarte. Dann machen wir einen Abstecher nach Murolosch. Weil wir sind hier in Talon. Und von Murolosch geht es erstmal zurück in die Grafenstadt. Also nach Ferdok. Zu unseren Krämern dort nach Zeug suchen. Zinnfiguren aus unserem Ding holen. Aus unserer Kiste. So. Zum Glück sind alle Händler hier in dem Ring. Das heißt, wir müssen nur einmal abklappern gehen. Wir brauchen Mausefallen, Murmeln. Und Zuckerstangen. Zuckerstangen, das wird interessant werden. Kristallsplitter, okay. Steineiche, verbesserte Sehne, aber ansonsten nichts. Gut. Kugeln sind keine Murmeln. Murmeln sind was extra. Du kannst nichts für uns tun. Angrosch zum Gruße. Das Schmieden ist die höchste Kunst, die der göttliche Weltenbaumeister uns lehrte. Ihr wollt sicher ein wenig von dieser Gabe lernen. Ich habe dieses Herz und diese Kristalle gefunden. Ihr als Meisterschmied könnt mir doch bestimmt sagen, wofür man sie verwenden kann. Sag doch mal her. Ich denke, damit könnte man das eine oder andere Rüstungsteil aus Metall aufwerten. Das wäre wunderbar. Welche Rüstung können wir denn da in Frage? Lasst mich mal sehen, was ihr so dabei habt. Bitte sehr. Ihr habt tatsächlich geeignete Rüstungsteile dabei. Und die gefundenen Zutaten reichen ebenfalls aus. Welches soll ich für euch aufwerten? Zwergischer Plattenpanzer? Oh ja. Wird erledigt. Allerdings wird es eine Weile dauern.
Vielleicht könntet ihr mir in der Zwischenzeit einen kleinen Gefallen erweisen. Aber immer doch, worum geht es? Mein Vetter Bengam erzählte mir bei seinem letzten Besuch von einigen interessanten Dokumenten, die neulich im Stadtarchiv von Ferdok gefunden wurden. Mhm. Er versprach mir, eine Abschrift zukommen zu lassen, aber er scheint wohl im Moment nicht aus dem abgeriegelten Zwergenviertel herauszukommen. Vielleicht könntet ihr nach Ferdok reisen und mir die Abschrift holen? Aber sicher doch. Wenn ihr damit zurück seid, werde ich auch die Rüstung fertig haben. Okay. Ja, so lange läuft Vorgrim nackig rum. Nicht so schön. Ja, Vorgrim lässt die Muskeln spielen. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr mal. Okay, bei ihm können wir gerade nichts kaufen, weil wir seine Abschrift nicht haben. Hey Gerling, hast du noch was uns zu sagen? Oh, Salida ist wieder weg. Wächst zum. Ja. Ja, Talinas. Will? Nein, fragen wollte ich ihn nicht. Ich wollte seine Waren sehen. Ja, dunkles Zwergenbier, okay. Kristalle und Erz, sein Botendienst. Ich habe Kulax versprochen, für ihn nach Ferdok zu reisen und ihm im dortigen Stadtarchiv eine Abschrift eines Dokumentes abzuholen. Archivarin Luisade wird mir bestimmt weiterhelfen können. Ja, Händler Momplosch. Wenn, dann hat der vielleicht noch, was ich suche. Nein, du brauchst nichts. Zeigt hier. Gut. Achso, der hat hauptsächlich Zeug. Okay. Und das ist der Thronsaal. Seid gegrüßt. So, deine Quest habe ich ja schon gemacht. Ihre Quest auch. Das heißt, wir können wieder weg erstmal. Bin ich mal gespannt, wie er den zwergischen Plattenpanzer verbessert. Oh, Kristalle und Erz. Ein bisschen Erz ist weg. Dumm. So, das heißt, jetzt erst einmal. Ardus Anwesen. Von da aus können wir dann eigentlich. Ja, ich muss mich wirklich in der ganzen Stadt jetzt nach den Sachen für die Trolle umschauen. Können wir uns auch bei Wirwosch mal erkundigen, wie sich unser Hausmeister macht, unser neuer Goblin-Hausmeister? Zu Diensten? Er hat mir nichts zu erzählen, okay. Das bin ich. Das war unsere Dokumententruhe. Und ja, die Questgegenstände mal lieber zu Vorgrim. Und wir holen für Vorgrim lieber mal wieder den Ferdocker Wapfenrock aus der Schublade. Was macht die Elfenrobe hier? Die gehört da rein. Ja, Kettenhemd statt Ferdok. Also 19 Figuren. Berastula, ich bin Krieger, kein Wächter der Häuser bewacht. Jammer nicht.
9 waren's. Die kommt zu Forgrim. Ein Zwerg, ein Wort. So. Dann können die restlichen wieder weg. Ah, und die Steineiche packen wir auch mal da rein.